Hallo liebe Community auf meinem Kanal und herzlich willkommen bei diesem Video. Ich habe viel auf YouTube gesehen, dass auf Smalltalk über jedes einzelne Spiel gesprochen wird. Also wollte ich auch mal eine kleine Zusammenfassung über Twin Saga bringen. Achso, und ich habe es noch nicht geschafft, diesen neuen Kopfhörer zu kaufen, weil immer noch diese. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um allgemeines Thema über Twin Saga. Bisschen anstrengende Musik. So. Viel gibt es darüber nicht zu erzählen. Ich rede in Vergangenheit, weil es war das Spiel Twin Saga, was ich wirklich über ein Jahr dran gespielt habe, also gezockt habe, und diese Musik wird immer heftiger und lauter. Geschichtsmäßig war Twin Saga wirklich sehr interessant für mich. Also ich möchte jetzt hier nur über Twin Saga sprechen, ne? Nicht über was anderes. Geschichtmäßig war es richtig sehr interessant zu erfahren mit Marisa und ihrer Schwester. Ja? Und vom Spielverhalten her war es auch für mich sehr interessant, hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Also es war ein richtig geiles Spiel für mich. Ich weiß, es von Grafik her war es eher so kindlich gemacht, ja. Ist halt so. Ist ein Anime-MMO und kein, wie soll ich sagen, es ist kein FSK 18 Anime, um Gottes Willen. Es ist extra für Kinder angehaucht gewesen und ja, keiner hat natürlich dafür Interesse gezeigt. Nicht mal meine Kinder, muss ich zugeben. Aber für mich war die Geschichte sehr interessant, spannend das Spiel und das einfach vom Spiel genommen, also von der Bildfläche verschwunden ist, ist klar, weil das Spiel konnte nicht groß werden, weil erstens es lag an die Grafik von den meisten Spielern, sagen, was ist das? Das ist so kindlich gemacht, ja. Ich will das Spiel jetzt nicht schlecht drehen oder so. Ich will nur sagen, wie ich das so gesehen, empfunden habe und wie spaßig für mich dieses Spiel zu spielen. Ja, ich habe natürlich, wie angekündigt wurde, dass es April dann geschlossen wird, Ende April. Es wurde auch geschlossen. Ja, ist klar, es gibt auch Privatserver. Man kann Twin Saga noch auf Privatserver spielen, ja. Könnt ihr gerne machen. Aber wenn es auf Englisch ist, Privatserver auf Englisch ist, dann spiele ich es nicht. Weil ich möchte Spiele spielen, die ich auch verstehe. Und wenn es auf Englisch ist, ist klar, ich bin nicht Englisch mächtig. Nein, habe ich oft genug gesagt in jedem Video. Dass ich nur Spiele spiele, die auf Deutsch sind. Mit Englisch kann ich nicht viel anfangen. Ich kann nur minimal ein bisschen übersetzen. Mehr ist da nicht drin. Ich bin kein Profi-Experte für Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Oder Russisch auf Deutsch oder sonst irgendwas Fremdsprachiges. Aber darum geht es hier nicht. Es geht allein nur um Twin Saga, wie es für mich war. Und zwar, es war ein großartiges Spiel für mich. Ich hab's gesuchtet, ist klar. Es war viel mit Grinden in diesem Spiel mit drinne und es hat für mich
soll ich sagen, es hat für mich echt riesen Spaß gemacht. Man konnte Twinks erstellen, ist klar, aber ich hatte dafür einfach keine Zeit für Twinks zu machen. Das Spiel war so offensiv ausgelegt, dass du grinden musstest. Du musstest Gold farmen für Ausrüstung, du musstest Gold farmen für die Rüstung zu verbessern, du musstest Gold farmen für Rüstungsherstellung und. Es war für mich halt ein richtiges geiles Highlight-Spiel. Es war halt, um stärker zu werden, musst du dafür was tun. Und das hat das Spiel wirklich mir wiedergegeben. Es hat mir das Gefühl gegeben, du musst, wenn du stark werden willst, musst du dafür was tun. Und das hat das Spiel richtig geil über... Also es hat mich richtig geil überzeugt, dafür was zu tun, um was zu erreichen. Wenn man zum Beispiel einen Boss nicht schafft, man stirbt sofort, ne? Ist klar, mit einem Klatsch, boom, liegst du da, ist normal. Und das ist das Spiel, was ich immer gesucht hatte und auch gefunden habe bei Twin Saga. Ich wollte eigentlich für immer bei Twin Saga bleiben, aber nein, Ende April kam dann natürlich, also voriges Jahr, Ende April, kam die Ankündigung, dass das Spiel geschlossen wird, weil der Chef dort bei Gamigo, vermute ich mal, dass Gamigo dafür verantwortlich war, gesagt hat, ja, das Spiel wird dann und dann geschlossen. Und leider mussten die Mitarbeiter es auch durchziehen. Und wenn sie das Spiel nicht geschlossen hätten, dann ist klar, dann würden die Leute gekündigt, wenn sie nicht schließen. Und wir als Spieler, die das Spiel spielen und Zuschauer, die das Spiel zuschauen, die können nichts machen. Die können dagegen einfach nichts ausrichten. Die meisten Spieler werden sagen, das ist ein Kindesspiel, das möchte ich nicht und es ist halt viel mit Grinden gewesen mit dem Spiel. Für mich war das sehr hervorragend, nicht so schnell hoch zu leveln und nicht so schnell stark zu werden. Es war für mich halt wie farme, grinde, bis du die Ausrüstung so verstärken konntest und verbessern konntest, bis du richtig den Boss besiegen konntest. Das war für mich der richtige Highlight an einem MMO zu spielen. Mir ging es nicht darum, dass es niedlich war oder süß oder sonst irgendwas. Nein, mir ging es bloß an diesen Spielprinzip. Wenn du was erreichen möchtest, musst du grinden. Da kommt man nicht rundherum. Also man muss grinden, um stärker zu werden. Das ist das, was mir fehlt an solchen Spielen. Das gibt heutzutage nicht mehr. Zum Beispiel World of Warcraft. Ich vergleiche es mal mit World of Warcraft, obwohl ich das nicht mag. Ne? Jedes Spiel ist einzigartig, jedes Spiel ist anders. So, ich vergleiche es einfach mal mit World of Warcraft. Der World of Warcraft. Insofern du neu bist im World of Warcraft. Ist klar, jeder Anfang ist schwer, aber machst du ein paar Questen, bist du sofort auf Level 5, 6, 7 und so weiter und so fort. So, und um dort stärker zu werden, ja, ist kein Problem. Machst 10, 15 Runden, ein paar Dungeons, hast du deine Ausrüstung schon komplett sozusagen bei World of Warcraft. Jeder hat eine andere Meinung dazu, aber meine Meinung ist das hier, was ich jetzt für Twin Saga also was ich jetzt hier vergleichen möchte. Ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen. Twin Saga war halt für mich ein richtig geiles Spiel. Man musste dafür was tun, ne? So, ich weiß, dieses Video dauert jetzt eine ganze Weile wegen dieses Gespräches, Smalltalk über Twin Saga. Ich möchte das hier einfach nur mal gesagt haben, wie ich dieses Spiel empfunden habe. Aber zurückzukommen zu World of Warcraft, und zwar, da wird man einfach nur zugescheißert, auf Deutsch gesagt. Entschuldigt für die Aussage. Es tut mir leid, dass ich dazu sagen muss. World of Warcraft war für mich 10 Jahre lang ein gutes Spiel, aber irgendwann
wurde es mir zu viel. Einfach nur sozusagen Bauchgefühl. Ich wurde einfach von World of Warcraft pappensatt, sozusagen. Und dann habe ich dieses Spiel 2018 im Sommer entdeckt, habe es gespielt, habe es mir angeschaut, habe mir die Geschichte angehört, durchgelesen, mit meine Let's Plays natürlich, die über 300 Folgen beinhalten. Ich hätte es Staffel für Staffel machen sollten, ja. Habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte halt einfach daraus eine gesamte Staffel 1 draus machen, aus 300 Folgen. Und zwar, weil es mir einfach nur Spaß gemacht hat. Ich wünschte, es würde noch ein anderes Spiel entwickelt, was genau das hier beinhaltet, dass man viel grinden muss, um Gold zu bekommen, dass man viel grinden muss, um seine Ausrüstung zu verstärken, zu verbessern, zu plussen und so weiter und so fort. Ich möchte gerne wieder so ein geiles Spiel wieder haben. Irgendwo, falls ihr sowas in der Art hier habt, was nicht zu schnell dann von heute auf morgen den Charakter zu stark macht, nein, sondern genauso wie dieses Spielprinzip, was es uns gezeigt hat, wie geil Twin Saga wirklich war. Ne? Nicht, dass es jetzt hier irgendwas gegen die anderen MMOs was zu sagen hat. Nein, ich möchte nur halt ein Spiel haben, wo man wirklich was tun muss, um stärker zu werden. Und das hat Twin Saga hier bewiesen, 2018 bis 2020 oder 21? Sogar bis 2021 war. Ja. Für mich war Twin Saga halt ein richtiges, geiles, geiles, geiles MMO. Und ja, ist halt so. Das hier ist halt meine Meinung zu diesem Spiel, im Gegensatz zu anderen MMOs. Und ja, ich habe natürlich gewechselt zu Aura Kingdom, weil Twin Saga geschlossen wird und niemand konnte dagegen was tun oder sonst irgendwas, um dieses Spiel aufrecht zu erhalten. Man konnte auch so viel Geld reinbuttern in dieses wie man möchte oder so. Es passiert einfach nichts. Wenn der Chef sagt dort, Spiel wird geschlossen, dann müssen die leider alle schließen und dann ist das halt so. Ja, das war dann hier meine Smalltalk-Runde über Twin Saga. Meine eigene Gedanken zu fassen, was ich an dieses Spiel richtig geil fand. Und ein bisschen Negatives war auch dabei, ja, muss ich auch sagen, weil es waren auch Bugs enthalten, wo die Entwickler nicht so schnell hinterherkamen und ja, Questen haben nicht viel XP gegeben und. Ja, da haben sich viele beschwert, aber ich fand es irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, ich fand es nicht so, wegen XP-Verhalten fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Also, dass die Entwickler immer weiterentwickelt haben, immer von Erweiterung zu Erweiterung, Patch zu Patch, Patch, dass alles nicht so schnell ging, kann ich verstehen. Und dass die anderen Spieler damals rumgemeckert haben auf das Spiel, dass die Questen zu wenig XP gegeben haben, dass die Patchen zu langsam nachgekommen sind und. Ja, was, stell dir mal, du musst dir jetzt so vorstellen, du bist Entwickler und alle anderen Spieler hacken auf dich rum und du als Entwickler kommst nicht richtig hinterher, weil erstens das Geld gefehlt hat, zweitens die Entwicklung sehr langsam war, vom Patch zu Patch, sag ich mal, und ich möchte ja auch nicht so viel darauf eingehen, weil ich habe es mir zwar angehört und so, ich habe alles mitgekriegt, auch im Discord und lalalala, ne, ist klar, aber das hat mir irgendwie nicht so wirklich interessiert, muss ich ehrlich zugeben. Es hat mich nicht interessiert, weil für mich war halt der Spaß da gewesen, dass man für jeden Boss stärker werden musste.
ich hatte zu tun, natürlich Gold zu farmen. Gold, 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 Gold. Und im Auktionshaus war immer das da, was ich brauchte. Auch wenn es, weiß ich, wie teuer es war. Ich hab's immer versucht zu kaufen, immer versucht meine Rüstung zu verstärken, zu plussen und. Es hat halt für mich viel Spaß gebracht. Und das gibt es leider nicht mehr. Außer eventuell bei Our Kingdom. Da habe ich meinen Hauptcharakter bis zu Level S1 geschafft, ja. Aber da keine Videos mehr kamen von meinem Twink für die Aufnahme, ne, um Geschichten vorzulesen und so weiter. Also Our Kingdom, ich würde es nicht schlecht drehen, ist ein schönes Spiel, ja. Aber die Luft war für mich halt für dieses Spiel, es war halt nicht Twin Saga von Grafik her. Es war halt nicht das. Die Geschichte von Our Kingdom. Es war einfach nicht fesselnd genug. Es tut mir leid an dieser Stelle für Our Kingdom Spieler. Das Spiel war für mich nicht fesselnd genug. Deswegen kommt jetzt gar keine Folge mehr von Our Kingdom heraus, weil die Luft ist einfach nur raus bei mir. Es tut mir leid an dieser Stelle. Deswegen habe ich mir vorgenommen, auf meine Steam-Bibliothek zuzugreifen und alle Spiele, die ich besitze, natürlich auf meinen Kanal zu bringen. Ich möchte weiterhin meine Steam-Bibliothek durchgehen und alle Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, geschweige noch angespielt habe, möchte ich jetzt endlich hier auf meinen Kanal präsentieren und für jedes Spiel so ein kleines Smorgtalk-Runde, wie jetzt hier, wir sind schon bei 17 Minuten, okay, eine große Smorgtalk-Runde für jedes Spiel gerne machen mit euch, wenn ich es zu Ende gespielt habe. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Smorgtalk-Runde von Twin Saga, also über Twin Saga gefallen. Ich hoffe es. Und ja, ich sag doch mal, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist eine sehr lange Gesprächsfolge, Runde, wie auch ihr das gerne nennen wollt, über Twin Saga. Ich wollte euch nur mitteilen über meine Sicht über das Spiel und wie ich das so fand und wie gut ich es fand, wie schlecht ich es fand. Und ich muss sagen, ich fand das Spiel regelrecht richtig, richtig geil. Es war ein richtig schönes Spiel und die Geschichte hat mich echt gefesselt. Und ich muss sagen, da kommt Our Kingdom einfach nicht ran. Ihre Geschichte, das war so, weiß ich nicht. Mach dies, mach das, mach jenes. Ist klar, aber warum, weshalb, keine Ahnung. Entweder habe ich es nicht so verstanden oder ich will es nicht verstehen, weil halt Twin Saga weg ist für mich. Also ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Einschalten und ich bedanke mich, dass ihr hier wart und so lange ausgehalten habt. Mein Smorgtalks zu hören. Ja, lang geredet, kurzer Sinn. Dann sage ich mal, schau mit V. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Diese Woche. Tschüss.